Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Börsenüberblick vom 22. Februar 2012. Die Finanzminister und Regierungschefs Europas haben die letzten Tage das Rettungspaket für Griechenland mit 130 Milliarden Euro verabschiedet. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung Griechenlands und Europas getan. Griechenland und Europa erhalten dadurch wesentlich mehr Zeit, um die notwendigen Strukturreformen im Land Griechenland, aber auch die Sparmaßnahmen in Europa selbst weiter voranzubringen. Diese Entwicklung hat aber dennoch deutlich an Spannung verloren und die Märkte beginnen sich zunehmend zu stabilisieren. Aus diesem Grund stellen wir uns die Frage, was mit dem Gradmesser, dem Edelmetall Gold und seiner künftigen Entwicklung wohl einhergehen wird. Ich habe Ihnen hierzu die Entwicklung des Goldpreises während der letzten 10 Jahre mal mitgebracht. Sie können erkennen, dass vor 10 Jahren die Unze Gold noch sehr günstig war, waren es damals ganze 300 Dollar, die man für eine Unze auf den Tisch legen musste. Ging das doch stetig nach oben, angefeuert noch durch Beginn der Finanzkrise, Bankenkrise, Staatenkrise, eben bis jetzt in dieses Hoch beim Gold, das aktuell für die Unze 1750 Dollar steht. Seit einem letzten halben Jahr pendelt auch der Preis bereits zwischen 1700 und 1900 Dollar und es macht den Anschein, dass dieser langfristige Aufwärtstrend, der über die letzten 10 Jahre stattgefunden hat, eventuell zu Ende geht oder zumindest eine Pause macht. Schauen wir uns hierzu auch noch die Nachfrage an. Ein weiterer Indikator, der für uns wichtig ist. Hier in dieser Grafik dargestellt durch die Säulen. Waren es im Jahr 2004 noch in etwa 500 Tonnen Gold, die nachgefragt wurden, nahm diese Nachfrage stetig zu bis im Jahr 2011, mit insgesamt 1500 Tonnen Nachfrage. Das Dreifache an Nachfrage. Es ist auch festzustellen, dass von 2010 zu 2011 die Nachfrage nicht mehr merklich zugenommen hat. Für steigende Kurse ist aber eine verstärkte Nachfrage einfach notwendig. Keine Sättigung. Hier scheinen wir eine gewisse Sättigung bekommen zu haben, was nicht mehr für Preissteigerungen spricht. Niemand von uns weiß genau, wie die Entwicklung des Goldes weiter vorangehen wird, wie die Stabilisierung in Europa vorankommt, ob es Inflation geben wird oder nicht. Fakt ist, dass der langfristige Aufwärtstrend ins Stocken geraten ist beim Gold und wir auf der vorsichtigen Seite sind. Neue Investitionen sollte man klar zurückstellen und die bestehenden Positionen ganz genau beobachten und bei einem Durchbruch wichtiger Marken eventuell die Goldbestände zu verkaufen. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine gute Woche wünschen und freue mich, Sie nächste Woche wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wiederschauen, Ihr Andreas Glocker.